Der erste normale Part, Banjo-Kazooie, ist hoffentlich der letzte Part. Denn in diesem Part werden wir Banjo-Kazooie höchstwahrscheinlich abschließen. Also nicht so wahrscheinlich, sondern wir werden es abschließen, hundertprozentig. Ich hoffe mal, in diesem Part muss ich nicht schneiden. Aber ich denke mal, weil es ein Bossfight ist, muss ich jede Menge schneiden. Es ist auch kein leichter Bossfight, also das will noch gesagt werden. Hier kann man noch mal zurück. Ich denke, so auch. Das ist aber richtig viel. Gut, dass ich das zu 100% gemacht habe. Gib mir mal deine wunderbare Uniwaben. Die sind so voll. Also auf jeden Fall. Muss egal sein. Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Seht mein Bild dort an der Wand. Ich finde dieses Bild so nett. Ganz viele Puzzleteile. Machen es komplett. Moment, okay. Ich will mich jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Was gibt's denn hier noch zu gucken? Hier gibt's diesen Turm. Was gibt's hier noch? Ach, guck mal. Hier ist diese Maschine. So ein Idiot. Kann man nicht durchgehen, wa? Hier ist ja Chloro durchgekommen. Das sind die hübsch auf hässlich. Also von hässlich auf hübsch meine ich. Also Controller wird hier. Ja, ihr wisst nicht, was ich meine. Das jetzt Play verfolgt hat, weiß Bescheid. Und ich glaube, man muss kann jetzt auch nicht mehr viel machen, außer hier das Puzzleteil einsetzen. Aber dann mache ich das doch mal direkt. Ich meine, wir haben ja sowieso keine Wahl, also mache ich das mal. Ist das so? Hallo? Ich will jetzt alle eigentlich auf einmal einsetzen, aber es geht anscheinend nicht mehr gut. Dann mache ich das ganz langsam. Habe ich auch nichts gegen, wa? So langsam entsteht ein Bild von Montilla. Das ist übrigens sehr verstörend aussieht auf den ersten Blick. Aber naja. Hat sieht auch echt realistisch aus. Irgendwie. Okay, ich würde sagen, ich bin bereit dafür, ne? Ich mag die Tiere wirklich arg. Schlummern sie erstmal im Sack. Also ich glaube, hier geht's jetzt direkt hoch. Oh, was für ein ekelhafter Gestank. Oh, kein Wunder, dass ich überhaupt so ein Gestank gegessen. Was meint der komische Vogel? Ich wollte nur wissen, ob hier die Hexe kommt. Das weiß ich ganz genau. Wenn ihr die hässliche Alte aus dem Weg räumt, bin ich endlich frei. Schweige still, du armer Tropf. Ich hasse diesen Topf. Ist das Spiel hier erst vorbei? Koche ich neben dir Spinnenbrei. Keine Panik. Wenn wir diese erstmal gefunden haben, wird sie den Hund nicht mehr so aufreißen. Das hört sich gut an. Und nein, ich schieße euch hinauf zu ihr. Viel Glück. Hineinspringen? Niemals. Gestank werden wir niemals aufhalten. Kazooie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Hintern. Bevor wir das allerdings tun, gucken wir doch mal hier rein. Hier kann man allein anscheinend alle Okay, hier kann man nochmal alle goldenen Fehlern bekommen. Fehlern. Genau, alle goldenen Fehler. Alle goldenen Fehler. Dann haben wir hier nochmal alle Eier. Ganz schnell. Und dann gucken wir hier nochmal. Das haben wir die meisten Noten gebraucht. Oh, und auch mal Puzzleteile. Wow, das ist echt viel sammeln. Oh ja, finde ich. Klar sehe ich. Seid Würmer. Ich bin die Krähe. Okay.
Okay, ich habe jetzt gerade nicht richtig gehört. Leere Honigwabe. Das ist jetzt gebracht. Jetzt haben wir gute Leben. Cool, dafür habe ich jetzt die Puzzleteile ausgegeben. Aber so, da bringt das jetzt tatsächlich. Ich weiß es zwar nicht, aber ja. Neulich hat die Hexe in mir eine Suppe aus Grünschleim und Fledermaus gekocht. Ekelhaft. Reiner Mensch muss da durch. So ein lächerliches Paar sehe ich nicht jedes Jahr. Kämpfe nur, du doofer Bär. Mein Sieg wird sicher legendär. Ah ja? Oder nämlich nicht. Wie meinen das hier ein bisschen? Okay. So? Das ist schon immer so kriege ich Teile aus, meine. Ach ja, hier ist es. Oder muss man sie mit Eiern abschließen? Oder? Das ist ja echt ein Kampf. Oh, nee, das ist ja echt nicht so toll. Große Cheese-Sauce. Schuss! Ja! Dafür werdet ihr büßen. Bald liegt ihr in der Zukunft. Und der wahre Augenschmaus. Bär und Vogel rasten aus. Nein. Oh, oh. Abgewehrt. Hilfe! Weg! Weg! Oh, das ist echt nicht so geil. Boah, Junge! Was soll denn das? Das ist die Eier. Wie denn? Ja, ist noch so. Das war dann keine Liebe. Schieß, 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 schieß! Perfekt. Ich ging euch an den Leim. Ich zahle euch das Heim. Ihr geht mir an den Leim. Oh, das ist echt nicht so einfach. Oh, ich jetzt auf. Jetzt warten sie. Das ist seit drei Schüssen. Und dann warten sie, okay. Das war jetzt. Eins. Zwei. Drei fuck. Oh fuck, ey. Mann, das hab ich nicht viel Leben. Mach. Immer noch nicht? Okay, doch. Witzig, Leute. Ich finde das echt nicht gut. Oh mein Gott, die schießt jetzt hier drüber, oder was? Oder soll das jetzt ein Scherz sein? Oh, weg! Scheiße, jetzt hab ich zu viel geschossen. Das reicht immer noch. Ist das so? Nein, du bist unglücklich, Idiot. Geht's noch? Daneben! Nein, das ist nicht gut. So viele Leben habe ich gar nicht. Ne? Das ist einfach... Ach so, guck mal an. Die roten Leben haben wir jetzt. Ja, klappt. Nur das ist richtig schwierig. Das ist nicht so schwer, das ist endfein, aber. Boah, Junge, das ist so lustig. Schießt du jetzt? Nein, das hat immer noch nicht. Boah, wie schießt du denn noch? Fuck! Was? Der hat mich getroffen? Das ist doch ein Witz. Okay, wir haben jetzt doch genauso viele Leben. Ich bin doch weggesprungen. Das ist doch ein Scherz. Und der Kampf ist echt ein Scherz. Das ist doch ein Scherz, der Kampf. Ich springe immer viel zu früh, wie du auch immer. Was? Ich bin wieder zu früh gesprungen. Das ist ein Arsch. Scherz! Bin ich zu früh gesprungen?
sollte das denn schaffen? Das ist unmöglich. Macht mich so kalt. Egal, wie viele Leben ich jetzt habe. Obwohl, es kann ja nicht so egal sein. Aber wie schwer ist denn diese Scheiße hier? Ich kann niemals schaffen. Okay, ich kann schon. Wie soll das denn für eine Scheiße? Ja. Abgewehrt. Ja, Leben vielleicht? Kein Leben oder was? Ja, ist ja oberbewertet. Ja, Junge, ich bin doch hier richtig am Absterben gerade. Was soll denn diese Scheiße werden? Okay, Flugkunst zeigen. Ich hab viel zu wenig Federn. Weißt du? Nein. Das ist nicht so toll, Mann. Angst, ich habe richtig Angst, dass ich das jetzt richtig scheiße verkacke und ich schwöre mir, nicht so viele Feder verschwenden. Komm, gönn dir das. Ja, Mann. Komm. Oh, sei denn krank, nehmt das als mein Dank oder sowas. Oh, jetzt unsicher. Ich bin genau gegen die geflogen. Scheiße, Mann. Ein Leben, das wird doch niemals gut enden. Komm, jetzt get the fuck off. Das ist mein erstes Leben. Boah. Ich hab echt kein gutes Gefühl bei der Sache bekommen. Warm, das war voll die Fresse. Nee, nicht gut. Gar nicht gut. Mann, ein Leben, ein Drecksleben, ein Scheißleben. Gönn dir das. Noch eins, genau. Schließ hat noch 1000 davon. Ich hab genug Zeit. Auch genug Federn vor allen Dingen. Muss treffen. Triff nicht! Scheiße. Kann ich ja nicht mehr schießen. Lost try, Digi. Das ist nicht so nice, ne? Scheiße! Keine Federn mehr! Oh oh. Das sind ja Federn. Oh? Was ist denn jetzt passiert? Ich genieß mal einen Zahn zu, komischer Vogel. Oh mein Gott, hier werden die goldenen Federn aber nicht aufgefüllt. Das ist nett. Ja, und was ist jetzt mit meinen. Ja, naja, die können mich auch mal am Arsch, aber was ist mit meinen roten Federn? Da gibt's nichts oder was? Für meine roten Federn gibt's nichts. Doch, gibt es! Ich hab eine Tür übersehen! Okay, und die füllt es nur zur Hälfte auf. Das ist ja scheiße. Ja, gut, wird reichen. Oh Mann, Alter, ich hab so Kopfschmerzen jetzt schon, Alter. Okay, ich werde mich einfach schnell einlenken, wo ich es denn schaffe. So. Dritter Versuch? Sicher werdet ihr mich, ja, das muss ich schon vorlesen. Dritter Versuch jetzt. Mittlerweile habe ich es ganz gut drauf. Ich bin auch gerade schon echt weit gekommen, Mann. Ja, bis zur letzten Phase. Und ich hoffe, dass das jetzt dafür so sein wird. Ich muss die immer. Ich verliere jetzt hier kein Leben am Start. Ein Eis kann ich mir erlauben. Geht auch wieder eins. Das reicht jetzt auch. Mann. Scheiße! Ich hab schon zwei Leben verloren. Das ist eigentlich jetzt schon wieder gegessen. Außer ich verliere jetzt gleich beim Spiel. Federn wieder auf das Ganze. Das ist nicht lustig, ne? Ich mach das Leben, okay, ich hab jetzt eins verloren. Zauberer, super. Abgewehrt ist perfekt, Mann. Zu leicht. Ach genau, jetzt kommt diese Eierschießerei. Ach so, okay, da werde ich bestimmt mehr. Dann habe ich irgendwie noch nicht gut drauf. Okay, die Kamera
anderes. Okay, wenn ich komme hier. 4, 3, 4. Siehst du, das passiert mir immer. Ich spring mal viel zu früh. Das gibt's doch nicht. Das ist doch echt ein Scherz, oder? Extra bekommen. Zeit. Bist du tot? Dankeschön. Ich bin gescheut, ich war noch nicht bereit. Ja, lieber Scheiße, das geht hier nicht. Ausweichen. Perfekt. Also, Hex. Ich glaube, ich muss das gar nicht mal so schlagen. Ich mich gerade schlagen. Egal. Perfekt, Mann. Nicht schlecht, Mann. Nicht so schlecht. Allerdings habe ich mich beim zweiten Schlag nicht richtig geschlagen, weil Fliegerei. Da bin ich echt ganz so knappe Sache. Also bin ich echt schlecht geschlagen, aber. Das war doof. Echt nicht so gut, man sieht die Stacheln. Fuck, da bin ich jetzt zu früh gesprungen. Das passiert so häufig. Häufiger als es eigentlich sein sollte, wenn ich bitte. Bitte versucht es nicht zu früh zu springen. So. So, fliegt es ein. Lassen weiter. Jetzt bist du auch noch frei für mich. Ja. Ganz gut geschlagen ist der eben. Ganz gut. Seht ihr das mal? Ich springe irgendwie immer zu früh. Keine Ahnung. Irgendwie seltsame Füße. Das ist irgendwie die Nähe. Das ist einfach scheiße. Wie verliere ich den Punkt am meisten? Das ist doch scheiße, oder? Das ist doch total scheiße. Oh. Das ist viel zu knapp für den Leben, Alter. Okay. Nee, immer noch nicht. Lässt sich natürlich noch extra gehen. Genau. So mag ich das. 2. Verdammt. Ja, so. Ey, Mann, ich hab das doch aktiviert. Nicht schlecht, Benjo. Ja, gib mir jetzt die Honigware. Die brauche ich dringend, Mann. Dringend. Ganz dringend, Mann. Okay. Steht mein Leben. Gut, verhältnismäßig echt nicht schlecht, Mann. Das war besser als beim zweiten Versuch, zumindest. Nicht treffen lassen, scheiße! Die habe ich beim zweiten Versuch auch einmal gemacht. Aber ich bin jetzt echt besser als beim zweiten Versuch. Bitte, lass dich nicht so dumm treffen, Benjo. Ich habe jetzt keinen Bock, das noch 5-mal zu machen, den Kampf. Nur Spaß. Das war ein bisschen bald liegen mit Füßen wie. Olle Hexe. Bitte nicht. Tilda, bitte nicht. Bitte nicht, Mutter, bitte nicht. Was macht sie jetzt denn so? Wir machen das mal ein bisschen Übung, ne? Mann, ich bin viel zu hoch. Geh mal ein bisschen runter, denn. Komm mal runter, Alter. Oh, ist nicht gut. Ich bin viel zu niedrig. Scheiße, Mann. Was mach ich hier? Scheiße. Junge, ich hab nur 10 Federn verbraucht. Nur einmal geredet. Ich lass mir echt viel zu viel Zeit. Boah, das war ein Snipeschuss. Hey! Was? Da habe ich jetzt ein Leben für verloren? Und wieso das bitte? Ich habe die doch genau getroffen. Ja, das ist doch einfach nur verarscht hier. Das ist doch komplett verarscht. Doch, verdammt nochmal, ey. Das ist jetzt verdammt. Hexen. Bleib mal schön stehen. Bleib stehen. Hallo. Ja, genau. Wieso das denn jetzt auf einmal? Okay, jetzt steht es schlechter als beim zweiten Mal. Fuck. Das gibt es doch nicht. Mach doch, Mann! Ich frag es nicht! Ich krieg hier so eine Option, die ich schon lange nicht mehr hatte. Schon lange nicht mehr. Schon seit Donkey Kong Country mit dem Fuß nicht mehr. Jetzt mach hin! So. Das Spiel war auch recht krank. Scheiße, Mann, mir gehen die Feder aus. Das war mir beim, das war beim zweiten Try übrigens genauso. Da sind mir echt die Federn ausgegangen. Ich hatte am Ende nur noch 3 Federn oder so. Das ist ja endgültig. Es reicht, meine Gute.
Das ist mir nicht dein Ernst! Ich glaube, ich komme mich echt um, ey. Oh, ich gehe mich echt mal drüber stürzen, wenn das hier so weitergeht. Komm, bitte, bitte, bitte. Was? Oh, oh. Das hätte jetzt sein können, aber nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Komm jetzt. Das ist nicht dein Ernst! Ich raste aus! Ganz sicher lasse ich mich nicht nochmal Leben abnutzen, dieser Scheißhexe. Das ist ja nicht, ich komme gar nicht dazu, dass ich mal richtig zu trennen will, dann noch so was da. Das ist gereicht. Entschuldigung, hab ich nicht gemacht. Wieso denn? Das ist alles halb so wild. Ich schütze mich mit diesem Schild. Okay. Oh nee. Okay. Ich bin jetzt wieder wie im zweiten. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ganz bestimmt nicht mehr, du volle Fotze. Scheiße. Scheiße. Fuck. Was rein. Das hat nicht einmal getroffen. Du fickst mich, du. Leck. Mach doch hin! Der hat nicht mal einmal getroffen daheim! Sag mal, was soll das? Ich verschieße hier alle meine Eier oder was? Es trifft. Es fliegt in die Luft. Komm. Abgesessen. Das ist gerade so knapp. Viel zu knapp für mein Leben. Das lief besser als beim ersten Mal, das muss ich verstehen. Ich hoffe mal, dass das die beste Aufgabe ist. Nee, eine kommt noch schnell. Den kriegen wir auch schon. Oh! Ja, Mann, den habe ich auch schon. Sehr gut, Mann. Das ist ausgezogen. Ja, irgendwie macht es egal. Das gibt es nicht. Jetzt steht er so. Also ja, genau, mach das erste Mal eine goldene Feder verschwenden. Erstmal. Mann, mach schon. Nee, das reicht niemals aus. Das reicht niemals aus. Da trifft er dann auch mal. Scheiße. Ich muss als Sieg verkaufen. Ich kann immer noch nicht laufen. Ja. Toll, ey. Nein! Dass ich eine goldene Feder ausgewählt hatte. Das wäre es wesentlich. Oh. Gut, dass ich den abgewehrt habe. Das war sehr wichtig, Mann. Ja, jetzt kommt das. Und ich hoffe, das ist das letzte Mal.
Und sogar selbst die gute, mächtige Kinderarzt. Ziehe heimwärts in meinen Lauf und ein Zauber haben. Was ist das? Oh, der geht aber glatt daneben. Tja, Grundhilda. Zwei, drei Stunden am Stück. Die probiert es, die Brust zu fliegen und hier mit dem Puzzle dazu machen. Du Speer! Das kann nicht mein Schicksal sein. Klumpe, befrei mich von diesem Stein. Ja, Klungo ist dir aber gerade nicht zu Hilfe, weil der ist schon längst über alle Berge. So, die lassen sich zwar richtig gut gehen, ey. Jetzt kommt auch die wahre Party, das wahre Ende. Und das sogar am Strand von der Treasure Trove Cove, oder? Ach, und auch wieder typischer Rare, Moa, was auch immer. Lohnt sich natürlich voll vor dem Fluss und vor der Frau. Klar, nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kazooie, ihr seid nur echte Helden. Hast du das gehört, Kurzo? Ich bin ein Held, ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kazooie. Danke, Deutsch. Genug jetzt. Lass uns einen Blick auf den Abspann werfen. Dingpot. Jetzt werden nochmal alle Figuren beschrieben. Und nochmal die Fehler. Klungo. Nochmal die Fehler. Topper. Collywobble? Nee. Ball heißt der, scheiße. Collywobble, das konnte ich mir noch merken. Gemüse ist auch wichtig. Query. Ich wusste nicht, dass die einen Namen haben. Die kommen nur einmal im Spiel vor. Was? Grundling oder Grundling? Noch immer. Ticker! Genau, es war Tickers Bau in Mumus Mountain. Big Bun. Fettarsch! Da ist immer noch Fettarsch. Grublin. Okay. Grublin? Ich muss wissen. Leaky. Der kommt doch auch nur einmal vor. Der kommt doch auch nur so. Oh mein Gott. Lockup? Okay. Little Lockup. Yum Yum, genau, das sind diese blöde Krabbe, die ich mir und so geklaut habe. Schnippe, das war die Krabbe, die Schnippe. Und das war die Bombe, genau, wie ist die? Shrapnel. Okay, interessant. Snacker. Snack in here. Loop. Ja, das ist es. Das ist mir reingefallen. Flippet, genau. Das habe ich ja immer gewusst. Rätsel. Buzzbomb. Gibt es jetzt nicht gedacht. Buzzbomb heißt nicht kleine Fliegenviecher. Dip-Dap. Dip-Dap Choir. Okay. Hey, ich habe es richtig ausgesprochen. Choir. Weiß man. Groggy. Okay, die haben Namen. Echt jetzt? Groggy. Soggy. Woggy oder was? Bobby. Knapp daneben ist auch vorbei. Wie das Bee angedreht dann wäre, ist geworden. Okay. The Twinklies, genau, das kenne ich auch nicht. Twinklie Munchen. Sir Slush, okay. Schinker. Jinxie. The Ancient Ones.
Blubber. Skeddy. Slapper. Mom. Booster. Tumblr. Tumblr. Vor zwei Box. Oh, nicht schlecht. Gab's da schon Boombox? Boss Boombox. Boah, sehr kreativ. Rimlet. Flotsam. Okay, sie ist 312, 111. Das habe ich ja im Quiz falsch gemacht. Seaman Grublin. Jump. Snare Bear. Snare-Bier. Das heißt erst Snare-Bär. Big Klacke. Supers. Grublin Hood. Hey, Grublin Hood. Robin Hood, Grublin Hood. Auch nicht schlecht. Ripcrack. Hey, das Puzzleteil habe ich eingesammelt. Wie ist das dann? Cheeto? Da habe ich jetzt auch gar nichts mehr gemacht mit Cheeto, ne? Ich weiß auch nicht. Nein, da ist keine noch ist. Da ist Mumbo. Na hi. Mumbo hat geheime Bilder. Geheime Bilder? Cool. Bilder zeigen Sachen, die sich verwenden in nächstes Spiel. Hast du das gehört, Kasumi? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeig uns dann Bilder, Knochenköpfchen. Wir finden alle 100 Puzzleteile. Haben wir, ja. Klar haben wir. Zeig uns deine Geheimnisse, Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die ihr nichts gefunden habt. Nehmen für neues Spiel, Benjo Kazooie. Schraube locker. Ah, okay. Klingt super. Bringt es etwas? Ja, klingt viel gut. Hey, ich bin besser auch drin, kurzer. Banjo-Kazooie Schraube locker lässt Banjo-Kazooie wie einen Witz aussehen. Mumbo zeigen Bilder von Zeug in neuem Spiel. Hier, siehe an. Erst finden Geheimnis am Strand. Hey, wie hast du das mit dem Felsbrocken gemacht? Oho, Mumbo, nichts verraten. Das haben wir schon gehört. Wow, eine geheime Höhle. Bär und Vogel müssen klettern bis Spitze. Was erwartet uns dort, Shadowtown? Du wartest und siehst einen komischen Federvogel. Sieht doch ziemlich hoch aus. Keine Sorge, Benjo. Ich werde da schon hoch hinaufbringen. Alles klar. Nächstes Geheimnis in Galtschnee finden. Das ist doch Wassers Höhle. Wir waren hier schon einmal. Hey, was war das für ein Geräusch? Ein seltsames Ei am Strand. Vogel, ruhig sein. Gucken. Was soll das sein? Haben wir auch schon. Ein riesiger Eisschüssel. Ich wüsste, wo ich den hinstecken würde. What? Hat die gerade gesagt, sie wüsste, wo ich den hinstecken würde? Das ist Geheimnis im Wüste. Was?
So ein liebes Ei. Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Momo, nix verraten. Ihr findet heraus, Banjo-Kazooie, Schraube locker. Okay. Was finden wir dann heraus, und Banjo-Kazooie, Schraube locker, wenn ich demnächst mal jetzt playe? Ich kann jetzt mal noch mal durch die Map gehen. Ich weiß nicht so genau. Lukas da. Dieser Fels ist so schwer, aber ich muss meine Herren. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es Keile. Gibt es Keile oder Keile? Game over. Why that? Wieder der typische Rare-Humor. Ja, wir haben alles endlich abgeschlossen. Jo, endlich. Hat ja echt lange gedauert, aber das ist der Spielstand. Die 3 Zeit, 16 Stunden haben wir insgesamt gespielt, was ich echt viel finde im Vergleich. Das war mal ein Teil, wo ich das mal angefangen habe. Da habe ich jetzt 7 Stunden drauf und da habe ich schon 60 Puzzles fast. Und auch schon fast 550 Noten. Und da habe ich insgesamt 7 Stunden gebraucht. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und da habe ich ja schon. Na gut. Stimmt. Habe ich auch ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber das ist ein Ölspielstand. Da habe ich gerade mal 42 Minuten gespielt. 11 Puzzle, 100 Noten. Ja, genau. Das der Spielstand, den ich gerade gemacht habe. Gerade abgeschlossen habe, besser gesagt. Also, wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Wenn ja, dann könnt ihr mich und das Let's Player mit einem Daumen hoch unterstützen. Nächstes Projekt kommt bald. Ich werde mir jetzt allerdings noch überlegen müssen, was. Obwohl ja schon Spoiler wird. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Bis bald und ciao!